So, wir sind jetzt in der Arena in Schwerin zum Volleyball-Jugend, zu den Landessportspielen. Landesjugendsportspielen, so heißt es richtig. Bei mir habe ich den Jugendtrainer des SSC, Herr Joachim. Kurze Erklärung, was für ein Turnier ist das heute, beziehungsweise gestern ja auch schon? Also wir haben hier zum Saisonabschluss die wichtigsten Vereine eingeladen, die besten Vereine aus Mecklenburg-Vorpommern plus zwei Gäste aus Berlin, um nochmal nach den Meisterschaften nochmal richtig ein starkes Turnier zu machen hier. Kurze Frage, Sie sagen, das ist Saisonabschluss. Wie ist die Saison gelaufen? Also für den Schweriner SC recht gut. Wir haben allerdings im männlichen Bereich einen Meistertitel, wir haben einen Vizemeistertitel in der U16 und dann noch ein paar gute Platzierungen von den anderen Mannschaften. Also eigentlich ganz gut gelaufen. Das hört sich sehr, sehr gut an. Sind denn auch alle Mannschaften hier vertreten oder wer spielt? Welche Altersklassen spielen hier? Also hier spielt jetzt nur die U13. Die spielen allerdings jetzt schon auf einem größeren Spielfeld, wie sie die Saison über gespielt haben, als Vorbereitung jetzt für die neue Saison. Schon mal auch 4 gegen 4. Diese Saison ist eigentlich noch 3 gegen 3 dran gewesen. Wie steigert sich das? Beginnt das mit 3 gegen 3 oder wie fangen die Kinder an? Also es geht mit 3 gegen 3 los, mit einem ganz kleinen Feld. Das ist nur 4 Meter, also Spielfeldhälfte, 4 mal 4,5 Meter. Dann gehen sie ein Jahr später auf das Spielfeld 6 mal 6 Meter und ein Jahr später auf 7 mal 7 Meter, so wie das jetzt eben gespielt wird. Und dann geht es ein Jahr später in den Erwachsenenbereich, also auf Großfeld über. Wie zufrieden sind Sie bisher mit dem Turnierverlauf? Ist das der Ablauf? Wie funktioniert das? Also ich bin ja in Personalunion, ein bisschen Trainer für die zweite Mannschaft und auch in der Wettkampfleitung tätig. Also wir sind reibungslos bis jetzt alles abgelaufen hier. Wir hatten keine Verletzungen, wir haben sehr gute Spiele. Für Schwerin, für unsere Mannschaft läuft es sehr gut. Wir stehen hoffentlich im Finale. Wir haben jetzt noch das Halbfinale und das werden sie sicherlich 2-0 gewinnen gegen Rotation Prenzlauer Berg. Und dann kommt es wahrscheinlich zum Finale Schwerin gegen Parchim. Ja, das klingt auch sehr spannend aus Mecklenburger Sicht. Für die Leute, die jetzt Lust haben, Volleyball zu spielen, wo melde ich mich? Ja, am besten in der Geschäftsstelle beim Schweriner SC. Bei den Mädchen ist immer Anlaufpunkt, sonst dienstags immer 16.30 Uhr in der Turnhalle der beruflichen Schule in der Rosa-Luxemburg-Straße. Da sind eigentlich die wichtigsten Altersklassen dort unten vertreten und dann können wir drüber reden und einteilen. Ist es eigentlich beim SSC, ist ja bekannt für den Frauenhandball, erste Bundesliga, ist mehr Zulauf von den Mädchen als von den Jungs? Kann man nicht so sagen. Also wir haben bei den Jungen genauso viel Zulauf. Bei den Kleinen, die sind ja 2000 geboren, 2001. Da hat der Herr Melzer erfolgreiche Arbeit gemacht. Der hat 25 bis 30 Jungen bereits in seinen Gruppen und so ähnlich läuft das bei den Mädchen auch. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview, das Sie mir zur Verfügung gestanden haben. Und wir ziehen weiter zur nächsten Wettkampfstätte.